Hallo, ihr fabelhaften Skorpiongeborenen und Skorpion-Aszendenten. Herzlich willkommen zum Jahreshoroskop 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. In diesem ersten Teil gehe ich ausführlich auf eure langfristigen Tendenzen ein. Es ist also euer Erlebnishintergrund für 2018. Und im zweiten Teil gebe ich euch einen Überblick über die Highlights und die kritischen Phasen des Jahres mit den Liebesplaneten. Teil 2 erscheint rechtzeitig bis Neujahr. Wenn ihr meinen Kanal abonniert, werdet ihr automatisch benachrichtigt, wenn das Video online ist. Natürlich bin ich jederzeit für eine persönliche Beratung für euch da. Ihr erreicht mich über mein Kundentelefon oder über meine Homepage. Und alle Infos dazu verlinke ich unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier oben im Bild. Dann habe ich eine ganz tolle Verlosung für euch, mehr dazu am Ende des Videos, also bleibt dran. Jetzt aber zu den großartigen kosmischen Nachrichten. Ihr habt 2018 wirklich sensationell gute Konstellationen. Fast alle wichtigen Planeten stehen günstig zur Skorpionsonne und der dominante Romantikaspekt des Jahres lenkt die Energie der kosmischen Liebe direkt in euer Zeichen. Das sieht man hier auch sehr schön. Das ist der Romantikaspekt und das seid ihr, die Skorpione. Mit Glücksplanet Jupiter in eurem Zeichen befindet ihr euch auf dem Höhepunkt eines 12-jährigen Erfolgszyklus und das noch bis November 2018. Das bedeutet, dass für euch vieles, was ihr anpackt, super laufen wird. Ich kann nicht sagen alles, weil es ja immer sein könnte, dass andere Planeten oder der Aszendent in eurem Horoskop stressige Aspekte empfangen. Aber was die Skorpionsonne angeht, gibt es viele gute Nachrichten. Pluto, euer Herrscher, steht noch die nächsten 6 Jahre günstig für euch. Das heißt, euer Einfluss und gegebenenfalls auch eure Machtbefugnisse werden größer. Auch Saturn steht positiv für euch und das heißt, dass ihr mehr Verantwortung und Kontrolle über eure Lebensumstände gewinnt. Man respektiert euch und viele werden euren Rat und eure Weisheit suchen. Das ist natürlich besonders schön für alle Skorpiongeborenen, die im Bereich Therapie, Psychologie, Astrologie oder spirituelle Beratung arbeiten. Außerdem wird sich auch Neptun für die nächsten 7 Jahre in einem sehr schönen Aspekt zu eurer Sonne befinden, was bedeutet, dass eure Fähigkeit zum Mitgefühl für andere sich erweitert und euch auch selber Freude macht. Wenn allerdings sich jemand gegen euch wendet, dann wird er schnell merken, wer hier die Power hat und das seid ihr. Trotz der ganzen Harmonie am Himmel gibt es auch ein paar Herausforderungen für euch, vor allem in der zweiten Jahreshälfte. Unruhestifter Uranus macht sich langsam aber sicher auf, um das Partnerhaus der Skorpiongeborenen aufzumischen. Die wilde Lilith wird sich ab dem 6. August etwas querstellen und kann Unruhe in die Liebe und die Familienbeziehungen bringen. Der Mars wird aufgrund seiner Rückläufigkeit fast 5 Monate lang in Spannung zur Skorpionsonne stehen und die Venus wird im Herbst rückläufig in eurem Zeichen. Zusammen werden die Liebesplaneten für einigen Wirbel sorgen und alles darüber erfahrt ihr dann in Teil 2 des Jahreshoroskops. Jetzt schauen wir uns aber erstmal euren Erlebnishintergrund und eure tollen Konstellationen genauer an. Für euch liegt jede Menge Liebe in der Luft. Die Kräfte von Romantikplanet Neptun hier in den Fischen sensationell in eurem 5. Haus gestellt und eben Glücksplanet Jupiter, der bei euch im eigenen Zeichen steht, die wirken über weite Strecken gleichzeitig auf euch ein. So wie man das hier auch sieht, ne? Die bilden selber einen Aspekt und damit dann eben auch auf die Skorpionsonne. Wenn ihr Single seid, dann wollt ihr euch wahrscheinlich neu verlieben und dafür habt ihr die allerbesten Chancen. Und zwar für eine echte, große Liebe. Wenn ihr schon eine schöne Beziehung oder Ehe habt, dann kann sich auch die Liebe zwischen euch weiter intensivieren und ihr könnt neue Dimensionen der Gefühle und auch der Erotik miteinander erleben. Wenn ihr Kinder habt, dann gelingt es euch, sie zu lieben, ohne sie festhalten zu wollen. Alle eure Beziehungen profitieren von den schönen Aspekten und ihr werdet sehr beliebt sein. Wenn ihr kreativ seid, könnt ihr wunderschöne Werke erschaffen. Die Glücklichen, die das große Trigon von Neptun und Jupiter direkt auf ihre Sonne empfangen, das sind die Geburtstagskinder vom 3. bis 16. November. Und wenn ihr zwischen dem 3. und dem 10. November geboren seid, dann empfangt ihr das ganze Jahr über den schönen Romantikaspekt von Neptun eben hier auf eure Sonne. Und Neptun macht euch weicher und hilfsbereiter und ihr habt Freude daran, Menschen zu helfen. Aber man sollte das nicht als Schwäche auslegen, denn ihr habt ein untrügliches Gespür dafür und durchschaut das sofort, wenn euch jemand ausnutzen will. Und dann zieht ihr die Konsequenzen.
Glücksplanet Jupiter wird bis zum 8. November noch mehr Geburtstagskinder beglücken, nämlich alle Skorpiongeborenen, die zwischen dem 3. und dem 22. November Geburtstag haben. Und bei den Skorpion-Aszendenten wird Jupiter durch das erste Haus laufen. Das ist ebenfalls sehr positiv. Auch wenn ihr vor dem 3. November Geburtstag hattet, profitiert ihr weiterhin von Jupiter, denn ihr konntet euch ja schon seit Oktober 2017 mit dieser schönen Energie aufladen und befindet euch immer noch an der Spitze eures 12-jährigen Lebenszyklus. Falls ihr bisher noch an euch gezweifelt habt, glaubt ihr jetzt an eure Möglichkeiten und besitzt eine große Gestaltungskraft. Oft ist der Skorpion ja misstrauisch, aber Jupiter verhilft euch dazu, ins Vertrauen zu kommen. Auch andere werden auf euch aufmerksam. Ihr seid beliebt, man sucht eure Nähe und euren Rat. Natürlich ist das auch super für die Liebe, denn mit mehr Selbstvertrauen flirtet es sich einfach besser. In eurer festen Partnerschaft ist der Partner jetzt vielleicht angenehm überrascht, dass ihr großzügig und liebevoll auf ihn eingeht. Die Kehrseite dieser Konstellation kann sein, dass man zu sehr von sich selbst überzeugt ist und es damit übertreibt, es sich gut gehen zu lassen. Mit Jupiter im eigenen Zeichen oder auch am Aszendenten nehmt ihr übrigens leichter zu als sonst, denn Jupiter steht ja für Fülle. Es ist sicher keine gute Zeit, um abzunehmen. Solange ihr unter Jupiters Einfluss steht, achtet einfach darauf, dass ihr euer Gewicht haltet und nicht weiter zunehmt. Andererseits ist es eine gute Zeit für alle möglichen Vitamin- und Mineralkuren, denn euer Organismus nimmt alle Vitalstoffe jetzt besonders gut auf und nutzt sie auch besonders intensiv. Wenn ihr noch mehr über diese Konstellation wissen wollt, dann schaut euch mein Special über Jupiter im Skorpion an. Es heißt, finde den verborgenen Schatz. Seit dem 20. Dezember befindet sich ja Saturn im Steinbock, hier für euch im 3. Haus. Und das noch bis 2020. Und während der ganzen Zeit wird er einen günstigen Aspekt zur Skorpionsonne bilden. Das bedeutet, ihr werdet neue, seriöse Leute kennenlernen, mit denen ihr Interessen teilt und ernsthaft an einer Sache arbeitet. Auch in der Nachbarschaft könnt ihr euch Respekt verdienen, indem ihr für bestimmte Anliegen Verantwortung übernehmt. Saturn geht durch euer 3. Sonnenhaus hier und das kann eine wundervolle Phase sein, die Kunst der Manifestation mit Worten auszuüben. Vor allen Dingen, weil auch noch Pluto und Lilith dabei sind. Alle Skorpione, die schon immer ein Buch schreiben wollten, sollten dieses Projekt jetzt in Angriff nehmen. Sie können in den nächsten 2,5 bis 3 Jahren etwas kreieren, was lange Bestand hat und viel Anerkennung findet. Für die Liebe bedeutet dieser Aspekt, dass ihr Gefallen an einem Partner findet, der deutlich älter ist und euch durch seine Kompetenz und seinen Erfolg beeindruckt. Vielleicht auch, weil er eine gewisse würdevolle Art hat, die euch gefällt. Ihr könnt der Liebe auch im Zusammenhang mit eurer Arbeit und eurer Karriere begegnen. Es ist gut möglich, dass ihr euch in jemanden aus der Chefetage verliebt, besonders wenn das ein seriöser Typ ist. Wenn ihr schon in einer engen Beziehung seid, arbeitet ihr vielleicht mit eurem Schatz gemeinsam an einem neuen Projekt, was euch viel Freude macht. Den genauen Aspekt von Saturn auf ihre Sonne haben 2018 die Geburtstagskinder vom 23. Oktober bis zum 4. November. Auch die wilde Lilith befindet sich ja noch bis zum 6. August im Steinbock im freundschaftlichen Aspekt zu eurer Sonne und das verstärkt nochmal eure magische Ausstrahlung, lässt euch besonders im Gespräch faszinierend wirken. Wenn ihr als Berater mit psychologischem Hintergrund tätig seid, dann wird euch das eine Menge neuer, interessanter Klientinnen und Klienten bringen und nochmal eine neue Tiefe der Kommunikation. Wenn ihr kreativ mit Worten seid, zum Beispiel als Schriftsteller, Blogger, Texter, Journalist, kann Lilith euren Geist schärfen und euer Augenmerk auf außergewöhnliche und interessante Themen lenken. Diesen Aspekt empfangen die Geburtstagskinder vom 29. Oktober bis 21. November. Ab dem 6. August geht Lilith dann in den Wassermann und damit in einen herausfordernden Aspekt zu eurer Sonne, und zwar in eurem 4. Haus der Familie. Dort kann sie Unruhe stiften, vielleicht gibt es Probleme mit Töchtern oder Schwiegertöchtern, die rebellisch reagieren. Vielleicht gefällt euch auch etwas an eurem Heim nicht mehr und ihr habt das Bedürfnis, etwas zu verändern. Vielleicht, um Raum für eure kreative Tätigkeit zu schaffen. 2018 kann sich der Lilith-Transit vor allem in der Liebe für euch auswirken, denn sie bildet heiße Aspekte zum Mars, sieht man hier, und auch zur Venus. Und darauf gehe ich in Teil 2 des Jahreshoroskops ein, wenn wir uns die Liebesplaneten anschauen. Diesen Lilith-Aspekt spüren 2018 vor allem die Geburtstagskinder vom 23. Oktober bis 10. November.
Spannend wird der Eintritt von Uranus in euer Partnerhaus hier, und zwar vom Mai bis November. Manche von euch werden dann den Drang verspüren, in ihrer Beziehung zu etwas zu verändern oder eine neue Beziehung anzufangen. So leicht werdet ihr eine bestehende Partnerschaft nicht aufgeben, aber mit diesem Einfluss geht es darum, der Liebe wieder neues Leben einzuhauchen. Es gibt neue Einflüsse und Veränderungen und beide Partner müssen sich darauf einstellen. Wenn einer nicht mitmacht, kann das zur Trennung führen. Günstig ist der Aspekt für Solo-Skorpione, denn dann zeigt Uranus aufregende und spannende Begegnungen mit außergewöhnlichen Leuten an. Ab März 2019 geht Uranus dann endgültig und für die nächsten 7 Jahre durch euer Partnerhaus, und da werden wir dann noch oft drüber sprechen. 2018 betrifft das erstmal die Geburtstagskinder vom 23. bis zum 26. Oktober. Am 8. November wird dann der Glücksplanet euer Zeichen verlassen und sich den Schützen zuwenden, um ihnen Glück und Aufmerksamkeit zu schenken. Das ist aber kein Grund, traurig zu sein, weil er dann immer noch günstig für euch steht, und zwar vor allem finanziell und für euer Selbstwertgefühl. Ihr könnt auch in dem Jahr nach dem Jupiter-Transit durch euer eigenes Zeichen weiterhin davon profitieren, Lorbeeren ernten und finanzielle Vergünstigungen einstreichen. Soweit also eure langfristigen Tendenzen, euer Erlebnishintergrund für das ganze Jahr, und das sieht doch wirklich gut aus. Alles über die Highlights und die kritischen Phasen des Jahres und natürlich, was die Liebesplaneten euch zu bieten haben, das erfahrt ihr in Teil 2 des Jahreshoroskops. Und Teil 2 wird rechtzeitig bis Neujahr online gehen. Wenn ihr euer persönliches Jahreshoroskop bei mir buchen wollt, seid ihr natürlich herzlich willkommen. Am besten ihr bestellt es über die Homepage oder ihr ruft direkt auf meinem Kundentelefon an. Und alle Infos findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung oder auf der Infokarte hier oben im Bild. Im Januar habe ich 2 wichtige Webinartermine für euch. Da ist einmal mein Webinar Saturn-Probleme heilen. Da freue ich mich schon sehr drauf, euch aus meinem Erfahrungsschatz ein paar goldene Regeln mitzugeben, wie ihr diesen Saturn-Transit meistern könnt. Von mir bekommt ihr nur solche Anregungen, die euch wirklich was nützen und von denen ich weiß, dass sie funktionieren. Da bin ich ganz der Steinbock. Der Termin ist am Freitag, den 12. Januar um 17 Uhr. Und eine Woche später leuchten dann wieder Antonias Sterne im Webinar, wie immer in einer kleinen, exklusiven Gruppe. Und jeder kann mir eine spezifische Frage zum Horoskop stellen. Und das ist dann am Freitag, den 19. Januar um 17 Uhr. Falls ihr noch ein Geschenk sucht zu Weihnachten oder überhaupt für einen lieben Menschen, der sich auch für Astrologie interessiert, möchte ich euch meine Sternzeichen-Kolliers ans Herz legen. Ihr könnt sie über mein Kundentelefon bestellen oder über meinen Shop. Alle Infos dazu findet ihr auf meiner Homepage. Zum Schluss möchte ich mich von Herzen bedanken bei meiner Tochter Marilene, die meine Videos immer so toll mit mir produziert. Und bei meinem Partner Ray Merriman. Ich habe viele, viele Gespräche mit ihm geführt, um die Jahreshoroskope vorzubereiten. Und ich möchte euch sein Buch Voraussagen für 2018 wärmstens empfehlen. Vor allem, wenn ihr euch auch für Finanzen und Wirtschaftstrends interessiert. Es kostet 59 Euro und ihr könnt es über Rays Homepage bestellen. Sie heißt www.mma-europe.ch und ich verlinke euch das auch unten in der Videobeschreibung. Jetzt kommen wir zur Verlosung. Es gibt eine komplette Jahresvorschau mit mir zu gewinnen, also 45 Minuten Beratungsgespräch plus eine Audiodatei mit dem Mitschnitt im Gesamtwert von 155 Euro. Und diese Beratung könnt ihr wie immer gewinnen, wenn ihr mir hier auf YouTube einen konstruktiven Kommentar postet und indem ihr meinen Kanal abonniert. Einfach hier klicken und schon seid ihr bei der Verlosung dabei. Und schaut euch auch meine anderen Videos an, zum Beispiel meine Specials über Saturn im Steinbock, Lilith im Steinbock und den Mondknoten im Löwen, die sind hier eingeblendet. Nun wünsche ich euch ein wunderbares neues Jahr und alles Gute mit den Sternen.